one lost sheep, however far it may have wandered. Holy Week is not so much a time of sorrow, but rather a time to enter into Christ's way of thinking and acting. It is a time of grace given us by the Lord so that we can move beyond a dull or mechanical way of living our faith and instead open the doors of our hearts, our lives, our parishes, our movements or associations, going out in search of others so as to bring them the light and the joy of our faith in Christ. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese, in modo particolare il gran numero di studenti universitari che partecipano al congresso internazionale a Roma. Oczywiście pozdrawia pielgrzymów języka angielskiego, a w sposób szczególny wielką liczbę studentów, którzy uczestniczą w międzynarodowym spotkaniu młodzieży studentów. Pozdrawiam także wszystkie inne grupy narodowościowe obecne na audiencji i życzę im wszystkim, aby nieśli innym Jezusa Chrystusa i byli świadkami Jego miłości. The Holy Father's words in English. Heartfelt greetings to the English-speaking pilgrims, especially the large group of university students taking part in the International UNIF Congress here in Rome. I extend a warm welcome to the pilgrims from England. Słyszymy w tej chwili streszczenie wypowiedzi Ojca Świętego, którą przed chwilą Ojciec Święty zaprezentował w języku włoskim. Prałat prezentujący grupy anglojęzyczne czyni to samo w języku angielskim. Happy Easter. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus und Bischof von Rom, ihre aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie Ihres besonderen und treuen Gebets für Ihre Person, Ihren Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus verschiedenen Ländern, Teilnehmer der Internationalen Universitätsbegegnung UNIF 2013. Jugendwallfahrt des Regnum Christi aus Deutschland und Österreich. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Marien Ahrensburg, Heilige Familie Bruchköbel, zu unserer lieben Frau Donauwörth, St. W międzyczasie prałat reprezentujący język niemiecki prezentuje również grupy niemieckojęzyczne przybyłe z Austrii, Niemiec oraz Szwajcarii. St. Martin Hutturm, St. Trinitatis Leipzig, St. Jakob Mitterteich, Dom zu unserer lieben Frau München, Heiligkreuz Oberstetten, St. Martin Urloffen, St. Josef Undorf, St. Petronilla Wettringen. Des Weiteren sind zu geben Pilgergruppen aus dem Erzbistum Paderborn sowie aus den Orten Aachen und Jülich und Soest.
Pilger der Kirchenzeitungen folgender Bistümer Fulda, Limburg und Mainz. Die Kolping-Familie Riesenbeck, eine ökumenische Pilgergruppe Talfingen, eine weitere ökumenische Pilgergruppe Weichenfeld, sowie Pilger aus dem Oldenburger Münsterland. Schülerinnen, Schüler und Lehrer der folgenden Schule, Märkisches Gymnasium Iserlohn. Volkshochschule Birndorf. Mädchen der Schönstadtbewegungen Rüsselsheim. Aus der Republik Österreich sind zugegen. Studentenhaus Birkbrunn, Wien. Muslimische Jugend Österreich. Ministranten aus der Pfarre zum Heiligen Leonard Mittersiel. Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Schule Bundesgymnasium Zehnergasse, Wiener Neustadt. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist zugegen eine Pilgergruppe aus Zürich. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Nun folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, mit dem Palmsonntag hat die Karwoche begonnen, die dann im österlichen Triduum gipfelt, der geistlichen Mitte des ganzen Kirchenjahres. In dieser Woche begleiten wir Jesus auf der letzten Etappe seines irdischen Lebenswegs, des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung. Aber was heißt das, mit Jesus auf seinem Weg bis zum Kreuz und zur Auferstehung zu gehen? Während seines öffentlichen Wirkens war Jesus immer unterwegs. Das Gehen ist ein Grundvollzug seiner Mission. Und er hat dabei 12 einfache Männer berufen und sie ermutigt, bei ihm zu bleiben, an seinem Weg teilzunehmen und schließlich seine Aufgabe weiterzuführen. Dieser Auftrag, diese Sendung ist es, allen die Türen zu Gott zu öffnen. Die Karwoche lädt uns neu ein, ein Stück dieses Wegs mitzugehen. Sein Einzug in Jerusalem, das Abendmahl, sein Tod am Kreuz sind Ausdruck seiner Liebe und seiner totalen Hingabe. Er schenkt sich uns, seinen Leib und sein Blut, um immer bei uns zu sein, um unter uns zu wohnen. Er will nichts für sich behalten, nicht einmal das Leben. Bei ihm bleiben heißt aufbrechen, aus sich selbst und den starren Gewohnheiten herausgehen, mit ihm zu gehen, sich einzulassen auf die kreative Liebe Gottes, die uns zum Leben führt. Gott verschenkt sich uns, damit auch wir für unsere Mitmenschen leben und seine Liebe unter uns fruchtbar wird. Saluto di tutto cuore i fratelli e le sorelle provenienti dai paesi di lingua tedesca. Ojcze Święty pozdrawia wszystkich pielgrzymów pochodzących z krajów niemieckojęzycznych. La vicinanza di Dio in modo particolare, sentiamo in rapporto con Lui. Quando ascoltiamo attentamente la Sua parola, riceviamo la Sua misericordia nel sacramento della confessione e nell'Eucaristia. Auguro a tutti noi che possiamo celebrare questi giorni con dedizione e donare al nostro prossimo un raggio dell'amore divino. Buona Pasqua a tutti voi.
Ganz herzlich grüße ich alle Brüder und Schwestern aus den Ländern deutscher Sprache. Besonders in diesen österlichen Sprachen können wir Gottes Liebe erfahren. Słów wypowiedzianych przez Ojca Świętego Franciszka w języku włoskim przed chwilą i te słowa są przekazywane do grup niemieckojęzycznych. Frohe Ostern euch allen! Santo Padre. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia grupa, desean manifestar cordialmente su afecto y acompañan con sus por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. Grupy hiszpańskojęzyczne przybyły między innymi de diversos países, z Hiszpanii, participantes en el Encuentro Internacional UNIP 2013. Przybyły także liczne grupy na spotkanie młodzieży akademickiej z kilkunastu krajów hiszpańskojęzycznych. Hermanas de los pobres y siervas del Sagrado Corazón. De España, miembro de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. De Colombia, comunidad de hermanas de la Caridad Dominica de la Presentación. De Argentina, grupo de peregrinos. Przybyły grupy także z Kolumbii, de México, z Argentyny, grupo z Meksyku. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro. El texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Resumen en español de la catequesis del Santo Padre. Resumen en español de la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, con el Domingo de Ramos hemos iniciado la Semana Santa, centro de todo el año litúrgico en el que acompañamos a Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. ¿Qué significa para nosotros vivir este tiempo? ¿Qué significa seguir a Jesús en su camino hacia el Calvario, hacia la cruz?